Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist offenbar schwer erkrankt. Der 93-Jährige leidet seit seiner Reise Mitte Juni nach Regensburg, hier Archivbilder, an einer Gesichtsrose, einer schmerzhaften Viruserkrankung. Das berichtet die Neue Presse aus Passau und beruft sich auf den Papstbiografen Peter Seewald. Der Münchner Autor habe dem ehemaligen Oberhaupt der katholischen Kirche seine Anfang Mai erschienene Biografie überreicht. Bei dem Treffen soll sich der emeritierte Papst trotz der Viruserkrankung optimistisch gezeigt haben. Georg Ratzinger, Benedikts älterer Bruder, war kurz nach dem Besuch im Alter von 96 Jahren gestorben.